Hallo. Hallo. Na, was machst du gerade? Schrank einräumen. Das ist schlecht, wenn die Tür auf ist. Oh, ups. Dann verkrümmeln wir uns wieder. Ja. Ja, Mahlzeit. Es ist das Ende der ersten Augustwoche 2021. Die Corona-Zahlen steigen. Die Crew ist nur zur Hälfte angetreten. Draußen ist es ein Gewitter. Wir sind gerade auf dem Schiff angekommen. Ja, geht schon gut los. Erstmal zur Hälfte der Crew. Eigentlich wollten wir mit Jan und Jesse wieder einen 3-Wochen-Turn machen. Daraus wurde erstmal nichts, weil Jan nur 2 Wochen Urlaub bekommen hat, leider. Jan und Jesse wollten eigentlich schon ein bisschen eher hier sein, das Schiff klar machen und hier schon ein paar Tage Urlaub machen. Das hat es dann alles nicht hingehauen, weil, wie ihr euch vielleicht erinnert, bei der letzten Tour, ich verlinke es euch mal, hat Jesse sich die Schulter verkrüppt. Die hat da eine dicke Schleimbeutelentzündung drin und das ist eine langwierige Geschichte, die ist jetzt länger krankgeschrieben und kann deswegen nicht mit auf den Segeltörn und Jan dementsprechend auch nicht. Also werden wir zu zweit jetzt 2,5 bis 3 Wochen unterwegs sein. Ja, dann sind wir heute nach der Arbeit los. Ich habe gerade eine Erkältung hinter mir. Nina hat es mit dem Magen im Moment und muss Tabletten nehmen. Ich bin also auch nicht topfit. Nina ist auch nicht topfit. Ja, dann sind wir vorhin losgestochert nach der Arbeit. Und bei Hamburg nach x Staus schon. Wir waren jetzt knapp 6 Stunden unterwegs statt 4. Sind wir dann in eine Regen-Gewitterfront reingekommen. Und mit Südwind hat die uns natürlich verfolgt. Als wir in Heiligenhafen hier gerade angekommen sind, waren wir gerade an der Kante, haben uns also unsere Rucksäcke geschnappt, so das Nötigste, Nina ihren Seesack, ich meinen Rucksack, noch ein paar Tüten, was wir gerade so schnell schnappen konnten, sind trotzdem fast bis auf die Knochen nass geworden, um die Sachen jetzt hier zum Schiff zu schleppen, da waren wir natürlich jetzt nicht gefilmt. Ja, Nina räumt jetzt gerade vorne schon mal so ein bisschen unseren Schrank ein mit ihren Sachen aus ihrem Seesack, die leider auch schon ein bisschen nass geworden sind. Mein Seesack ist noch im Auto, ja, es wird jetzt ungefähr 2 Stunden noch regnen laut Wettervorhersage. Dann können wir den Rest aus dem Auto holen. Ja, jetzt müssen erstmal Schuhe getrocknet werden und wir müssen getrocknet werden. Wir werden gleich erstmal Abendessen machen. Und ja, der Plan sieht im Moment vor, sofern Nina sich nicht allzu dolle mit meiner Erkältung angesteckt haben sollte, die hat heute so ein bisschen Kratzen im Hals, die Planung sieht vor, dass wir morgen früh losfahren und dann direkt nach Anholt fahren, in einem durch. Das ist so der grobe Plan. Wir haben Südwind, so 7 bis 15 Knoten. Ja, der sollte uns einigermaßen gemächlich schieben. Irgendwas zwischen 30 und 50 Stunden sollten wir unterwegs sein, je nachdem wie viele Motoren. Ob wir uns einfach dümpeln lassen. Es werden 1 bis 2 Nachtfahrten auf jeden Fall. Der Pinnenpilot wird arbeiten, die Solaranlage wird arbeiten. Wir werden mal sehen, wie es wird. Wir werden berichten von unterwegs. Hallo zusammen. Ich habe gerade ein kleines Verschnaufpäuschen. Ich warte gerade darauf, dass Sunny vom Auto wiederkommt mit den restlichen Getränken. Ich bin gerade dabei, die Getränke zu verstauen. Das ist immer ein bisschen umständlich, weil wir die großen Polster dafür entweder runternehmen müssen oder umständlich hochklappen. Dann sieht man aber nicht, was schon alles in der Kiste drin ist unten und wie viel Platz man noch hat. Und ja, das heißt jetzt erstmal großes Chaos an Bord. Wenn die Getränke verstaut sind, dann räume ich noch die Lebensmittel ein und dann bringen wir das Auto weg. Damit das sicher steht in den 3 Wochen, wo wir unterwegs sind, dann wird noch getankt. Wir haben einen Dieselkanister dabei. Nein, wir tanken erst, damit wir den leeren Kanister wieder ins Auto packen können. Und einen vollen Kanister nehmen wir dann noch mit. Also ihr seht, ist alles ein bisschen umständlich. Aber dafür ist Urlaub und morgen geht's dann los. Eigentlich wollten wir heute schon losfahren, haben uns aber umentschieden. Erstens, weil es uns zu stressig ist und zweitens, weil wir heute aber keinen Segelwind haben. Also wir haben irgendwie nur maximal 10 Knoten Wind von hinten und damit kommen wir nicht vom Fleck und da wir direkt bis nach Anholt düsen wollen, wenn wir dann irgendwie 50, 60 Stunden unterwegs und dann lieber morgen mit mehr Wind. Dann gehen wir davon aus, dass wir auch tatsächlich unsere 4,5 bis 5 Knoten durchschnittlich schaffen und dann werden wir so 30 bis 35 Stunden, denke ich mal, brauchen. Ja, also morgen ganz früh los, so 6 Uhr wollen wir ungefähr losfahren, dann ist es gerade hell geworden. Ja, und dann müssten wir so mittags, nachmittags ungefähr auf Anholt ankommen, wenn alles funktioniert. Hoffentlich bleiben wir auch einigermaßen trocken,
denn das Wetter ist eher durchwachsen angesagt. Also zwischendurch immer mal wieder so ein bisschen Regen. Naja, schauen wir mal. Wir werden auf jeden Fall berichten. Hallo. Hallo. Na, was machst du? Aufräumen. Wie langweilig. Anstrengend. Kommen wir zur Turnplanung für doch den morgigen Tag. Wie Nina euch schon verraten hat, werden wir nicht heute schon ablegen, sondern erst morgen. Für rund 135 Seemeilen direkt bis nach Anholt durch. Dafür werden wir von hier, Heiligenhafen, also südlich von Fehmarn, an Fehmarn vorbeifahren, in den Großen Beltrhein, an Langeland vorbei hoch, unter der Großen Beltbrücke her, dann weiter nach Norden Richtung Samsö, werden uns dann östlich von Samsö halten. Und dann kommen wir schon auf der zweiten Seekarte hier an und da halten wir uns dann auch schön auf der Schifffahrtsstraße oder halt direkt daneben und werden dann hier den Weg E hochfahren und uns dann irgendwo vorm Anholt Offshore Park, wenn wir uns dann absetzen so langsam, mal gucken, wie wir es genau machen, wie uns der Wind treibt. Wir sollen Wind aus südwestlichen Richtungen haben mit ja, ungefähr 15 Knoten. In Böen kann das durchaus auch mehr werden. Zwischendurch das ein oder andere Gewitter ist angesagt, da könnte es dann auch mal bis zu 30 oder 33 Knoten Wind werden. Ja, wir werden also rechtzeitig reffen, wenn es sich abzeichnet, dass wir ein Gewitter kriegen. Und ansonsten werden wir ja entweder im Schmetterling oder viel ausgebaumt fahren, höchstwahrscheinlich. Und ja, geplant ist dann in 30, 35 Stunden da zu sein. Das hieße dann, wir haben jetzt Samstag, wir fahren Sonntagmorgen los, schon ziemlich früh. Geplant ist so, um zwischen 5 und 6 irgendwann abzulegen. Ja, und dann wären wir entsprechend irgendwie so gegen Mittag am Montag da. Ja, moin. Heute geht's endlich los. Ist zwar noch früh, wir sind müde, kalt ist auch, weil Hochsommer, 16 Grad und so, ne? Aber, naja, mal gucken. Thank you.
Und ich habe gerade eine Erkältung hinter mir. Nina hat es mit dem Magen. Also ich habe gerade eine Erkältung hinter mir. Nina hat es mit dem Magen. Also wir sind auch nicht gerade topfisch. Meine Güte.